Herzlichen Glückwunsch. Ich würde auf jeden Fall sagen, MVP des Games ist Canon. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Vielleicht sprichst du mit dem Gegnerteam und die spendieren dir zusammen irgendeinen Canon-Skin, wenn du Bock hast. Musst du mit den Leuten quatschen. Oder dein eigenes Team, weil du das eigene Team gerade gecarried hast. Geht natürlich auch. Nein, kein Best-of. Also auf jeden Fall sehr gut gespielt. Jetzt schauen wir uns auch mal das Grid an. So ist das Grid nicht. So ist das Grid. One Grid oder Grid. Grid. Team 1 gewinnt. Knapp vor Team 3, wobei das Game jetzt gerade nicht so knapp ausgefallen ist. Zweiter, also erster Platz, Team 1. Zweiter Platz, Team 3. Dritter Platz aus dem Bronzematch heraus ist Team 13 geworden. Was ergibt, dass auf dem vierten Platz Team 7. So, auf jeden Fall wieder ein geiles Turnier. Wir haben jetzt 0.32 Uhr. Das heißt sogar, dass ich noch eine halbe Stunde Zeit habe, was zu essen zu holen. Wie geil ist das denn? Ich change hier mal wieder auf diese Facecam, um ein bisschen rumzufacen hier. Was gibt es denn noch zu sagen? So, die Soccer Night ist jetzt vorbei. Wir haben kein Best of 3, weil die Games uns zu lange dauern würden. Und Gewinnerteam ist Team 1, wie gerade gesehen. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dafür und hat Spaß gemacht wieder. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Ich glaube, es gab relativ wenig Verzögerungen diesmal. Am Anfang Kleinigkeiten und während der Games dann hier und da mal ein Disconnect, aber ansonsten lief es ja wieder ganz glatt und rund. Es hat uns, wie gesagt, wieder Spaß gemacht, das Ganze hier zu leiten. Mir hat es Spaß gemacht zu casten, auch wenn ich da nicht der Bauer bin, aber macht immer wieder Spaß. Und ja, was gibt's zu sagen? Liked bitte die Facebook-Seite von Escate. Dort werdet ihr immer wieder über die neuesten Soccer Nights informiert. Wann die nächste Soccer Night, also die Soccer Night 39 sein wird, das kann ich euch leider nicht sagen. Das müssen wir innerhalb vom Orga-Team besprechen. Ich gehe mal davon aus, dass es so in einem Monat, anderthalb Monaten ist. Also wir werden euch eh frühzeitig Bescheid geben. Das heißt, macht euch da mal keine Gedanken. Das wird alles wieder easy klappen. Und ja, ich werde jetzt halt den Stream ausmachen, um was zu essen zu holen. Ihr könnt ja gerne noch im Teamspeak bleiben und noch ein bisschen zocken. Wie gesagt, liked die Facebook-Seite von Escate. Kommt öfter ins Teamspeak, wenn ihr Bock habt. Wir sind immer am Start, wir zocken immer gerne. Wenn euch der Stream gefallen hat und das Ganze drumherum, dann dürft ihr auch gerne den Channel hier liken, den Twitch.tv HardyLuckys11-Channel. Und wenn ihr wollt, auch bei Facebook. Das wäre dann Facebook/HardyLuckys11. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend noch oder morgen oder was auch immer. Ja. Irgendwelche Sachen noch im Chat zu lesen? Jo, danke schön. Hat Spaß gemacht zu casten. Nächste Soccer Night wurde angesagt schon. Ja, ich kann mal im Team fragen, wie es mit Overwatch aussieht, Overwatch Soccer Night. Und eigentlich hätte ich mal Bock auf eine CSGO Soccer Night, dass man einfach mit ein paar Leuten CSGO spielt. Aber da müssen halt dann auch genug Leute am Start sein und das wird dann so wahrscheinlich aufgebaut, dass man einfach sagt, aus den Leuten, die da sind, erstellen wir x-beliebige Teams und die spielen einfach dann zusammen Ranked oder irgendwie sowas, je nachdem, wie die Elo halt ist. Dass wir die Leute mit den besten Elos zusammenpacken, mit den schlechtesten Elos zusammenpacken, etc. etc. Aber das, ich kann das mal intern bequatschen. Das nächste Meeting ist am, was soll für ein Tag? Heute ist Freitag, also in 2 Tagen am Sonntag ist das nächste Meeting abends. Dann werden wir mit Sicherheit auch nochmal einen Post schreiben und euch auf dem Laufenden halten. Und ansonsten, wie gesagt, Overwatch frage ich auch nach, schreibe ich mir auf. Ansonsten sollte das jetzt alles gewesen sein. Nee, Mann, ich spiele auf jeden Fall keine Runde, Leute. Jetzt. Ich bin viel zu Game Over. Ich konnte gerade schon nicht mehr richtig reden. Jetzt kann ich auch schon nicht reden. Das ist einfach. Ich wollte morgen arbeiten, deswegen
Bin schon super abgefuckt. Ich glaube, ich gehe jetzt was essen. Ich glaube, ich hole mir einen richtig geilen, leckeren Döner-Teller. Ich habe noch 20 Minuten dafür Zeit. Den werde ich dann essen. Werde mir eine Folge Conan anmachen, glaube ich. Werde die gucken, dabei essen. Und dann werde ich, glaube ich, CSGO noch eine Runde spielen. Und vielleicht mache ich da den Stream auch wieder an. Ich bin mir nicht sicher, je nachdem, wie ich mich da fühle. Denn morgen ist halt, morgen ist BVB Amateure gucken im Stadion Rote Erde, um das Leipzig-Spiel zu boykottieren. Und im Anschluss fahre ich in den Westfalenpark zum KIZ Open Air Festival, also zum Open Air Konzert. Und da muss ich halt schauen, inwieweit ich heute lange machen kann. Also, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Liken, vielen Dank fürs Followen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen angenehmen und schönen Abend. Haut rein. Peace.